Kim ist 14 Jahre alt und ein ganz normales Mädchen. Mit einem Unterschied. Kim ist transsexuell. Geboren als Junge wusste sie bereits früh, dass sie keiner ist. Es ist wie so ein Hund im Käfig. Man möchte einfach nur raus, man möchte den Schlüssel finden und aufschließen. Ja, und das ist schwer, komm nicht ran. Für Kims Mutter beginnt eine Zeit der Fragen und der Unsicherheit. Da habe ich erst mir richtig Sorgen gemacht, weil ich dachte, wo gehört dieses Kind eigentlich hin? Der gehört nicht zu den Jungs und er gehört auch nicht zu den Mädchen. Der Kinderarzt Dr. Achim Wüsthoff behandelt Kim seit 3 Jahren. Er leitet die ersten Schritte in Richtung Mädchen ein. Wir unterdrücken zum einen die männliche Pubertät und haben jetzt eben gerade Anfang des Jahres mit der Verweiblichung in Form von Tabletten begonnen. Christina Bauer erkannte erst im Alter von 17 Jahren, dass etwas nicht stimmte. Damals hieß sie noch Marc. Ich habe diese Rolle sehr gut gespielt, weil nie jemand irgendetwas gemerkt hat oder Verdacht geschöpft hat. Der Weg zur selbstbewussten Frau war für Christina hart. Doch ein Leben als Mann weiterzuführen, wäre die größere Qual gewesen. Ich wusste, dass meine Familie damit ein Problem haben wird. Aber dieser Wunsch in mir war einfach so groß, dass er überwiegte über alles andere. Und ich war bereit, das in Kauf zu nehmen.